Willkommen zu unserer Serie Frühlingserwachen. Hi. Ich weiß nicht, ob du die letzten Wochen da warst. Nee, war ich nicht. Was habt ihr so besprochen? Sexualität, Identität, erfüllte Sexualität, Single, was auch immer. Maike, das sind Freunde von dir, oder? Cool, oder? Nee, eigentlich nicht, aber mach weiter. Ja, die Meinung auch zwischen, was Ehe bedeutet, haben wir uns letzten Wochen auch beschäftigt mit. Ach, ihr habt abgeklärt, wie viele Konkubinen man laut Bibel haben darf. Cool. Und ich werde nie vergessen, als ich meinen kleinen Schwager damals, vor 14 Jahren, war er 4 Jahre alt, das erste Mal kennengelernt habe. Da hat meine Schwiegermutter, als wir das erste Mal bei ihnen zu Besuch waren, so ein bisschen abchecken, wie ist dieser junge Mann, denn ist er der Richtige für die Tochter und so, hat natürlich der kleine Mann, der Christian, gefragt, ja, wer ist denn dieser Tobias? Hallo Christian, willst du eine Lutscherstange? Da hat meine Schwiegermama gesagt, ja, das ist der Freund von der Frauke und die haben sich ganz doll lieb. Dann hat er gesagt, ja, was macht man denn, wenn man ganz sich doll lieb hat? Es nennt sich Ficken. Ja, dann heiratet man. Ja, das vielleicht auch irgendwann. Okay, der kleine Mann hat's verstanden. Ersten Abend, ich übernachte dort, kommt dann der Früh mich aufwecken und sagt, hallo Tobias, wie geht's dir? Und so weiter. Und dann sagt er, liebst du die Frauke? Ich so, ja. Willst du sie heiraten? Weiß noch nicht, wir sind frisch zusammen. Warum? Ja, wenn du sie nicht willst, kannst du auch mich nehmen. Okay, ich könnte jetzt einen Pedowitz machen, aber ich bin mir sicher, er wird das wie ein vernünftiger Erwachsener regeln. Ich habe gesagt, ich muss drüber nachdenken. Oder er reagiert wie ein katholischer Priester. Und wir wollen heute in den Bereich Pornografie einsteigen. Dein Verstand geht verstörende Pfade, denen ich nicht folgen will. Und laut Statistik, die sagt mir, dass 90% aller Männer zwischen 14 und 17 Jahren sich bereits den ersten Porno gekauft haben, 35% der Frauen. Okay, eine Frage. Nein, eigentlich zwei Fragen. Erstens, wer verkauft minderjährigen Leuten Pornos? Und zweitens, wer zur Hölle kauft Pornos? Es gibt das Internet. Die Frauenquote steigt. Will ich nachher was zu sagen, woran es liegen kann? Ich überspringe mal den Kommentar zur Frauenquote und der Politik und komme gleich zu einer Erklärung. Frauen sind in sexueller Hinsicht heute sehr viel freier als früher, weil eine Frau nicht mehr automatisch als Hure angesehen wird, nur weil sie sich Pornos ansieht oder sexuell aktiv ist. Es gibt zwar immer noch eine extreme Trennung zwischen männlicher und weiblicher Sexualität, ich halte diese Trennung aber für schwachsinnig. Die Sexindustrie verdient 40 Milliarden Euro, Entschuldigung, ist ein bisschen mehr. Über 71 Millionen Sex-Internetseiten gibt es und die müssen auch betrachtet werden. Ja, wenn man sich die Internet-Sex-Seiten nicht betrachtet, sind die relativ nutzlos, da hast du recht. Also klopp, klopp, ahoi. Wenn wir Statistik ernst nehmen, sind in diesem Raum viele, viele, die mit diesem Thema Erfahrung gemacht haben. Und Alter, eure Veranstaltung heißt, das Leben ist kein Pornohof. Weswegen, dachtest du, stehen die Leute da und hören sich dein Gebrabbel an? Vielleicht auch mit diesem Thema aktuell kämpfen. Wieso? Dauert es bei dir so extrem lange? Frust haben. Ah, hast du auch aus Versehen dein Lesezeichen gelöscht? Oder sogar tief verletzt sind von ihrem Partner. Okay, ich erkläre es dir ein letztes Mal. Was du in diesen Fisting-Pornos siehst, braucht sehr viel Vorbereitung. Du kannst nicht einfach den Gummihandschuh nehmen und wramst das Ding reinrammen. Du musst das erst auflockern. Ich möchte eine kurze Wiederholung machen, wenn du letzte Woche nicht da warst. Ich glaube, du kannst auf zwei Arten deine Sexualität leben. Du weißt schon, dass man den Piepern auch in den Hintern stecken kann, oder? Und dann gibt es noch andere Sachen. Also zum Beispiel könntest du... Die eine ist die egozentrierte Sexualität. Was bedeutet das? Dass du beim Wichsen einen Spiegel benutzt. Das bedeutet, dass wenn es um Sexualität geht, du in erster Linie die Frage stellst, was ist mein Kick? Meinst du jetzt ganz allgemein, dass du vögelst, weil es dir gefällt, oder bist du jetzt in den Fetischbereich eingedrungen? Also, warum habe ich Sex? Damit ich einen Kick habe, damit ich mich gut fühle, damit meine Lust befriedigt wird. Ich habe Fantasien, sexuelle Fantasien, Vorstellungen und meine Lust ist entscheidend. Meine Befriedigung steht natürlich absolut im Vordergrund. Ja, das ist, was Männer und Frauen tun. Männer und Frauen haben Sex, weil es ihnen gefällt. Ich weiß, das Konzept macht dir wahrscheinlich Angst. Aber ich habe Sex, weil Sex mir Spaß macht. Und die Leute, mit denen ich Sex habe, haben Sex mit mir, weil es ihnen Spaß macht. Du verstehst, wie das läuft, oder? Das sind Dinge, die sagt keiner, aber du wirst gleich merken, woran du prüfen kannst, ob du dieses Bild von Sexualität hast oder nicht. Gut zu wissen, dass ich nachher testen kann, ob ich normal bin. Der Partner ist austauschbar. Ich weiß, das wird dich überraschen, aber ja, bis zu einem gewissen Grad ist der Partner beim Sex austauschbar.
Natürlich gibt es immer Abweichungen. Zum Beispiel gibt es gewisse Leute, die total drauf stehen, wenn man sie an den Füßen leckt, während andere es total ekelhaft finden. Aber die Mechanik an und für sich bleibt die gleiche. Den Partner erregen, es kommt zum Akt, danach raucht man eine. Fertig. Wieso ist das so schwer zu begreifen und wieso ist das angeblich so böse? Egozentrierte Sexualität ist sehr weit verbreitet in Deutschland. Oh, du blöde Fotze. Egozentrierte Sexualität wirst du auch merken. Der zentrale Gedanke ist, ich bin eigentlich verliebt in die Gefühle. Du Idiot, du hast gesagt, es geht um Sexualität, nicht um Beziehung. Wir reden hier vom Ficken, nicht von Gefühlen. Ich kenne dich nicht gut, deswegen kann ich ein bisschen frech sein von hier vorne. Wenn du die Partner Stand heute oft wechselst, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass du verliebt in die Gefühle bist, verliebt darin bist, verliebt zu sein. Okay, ich erkläre dir mal kurz was. Leute, die häufig Sex mit verschiedenen Leuten haben, haben gerne Sex. Da müssen keine Gefühle mit im Spiel sein. Die mögen es einfach zu ficken. Ist das angekommen? Dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass du auch so einen Partner suchst. Warum suchst du einen Partner? Du suchst einen Partner, damit meine Lust, mein Kick, meine Befriedigung und so weiter funktioniert. Um die von dir willentlich und mutwillig durch christliche Pisse verunreinigten Gewässer etwas zu klären, teile ich das Ganze mal in zwei Bereiche auf. Wer sich einen Sexualpartner sucht, basierend auf seinen eigenen Vorlieben, seinen eigenen Fantasien, seinen eigenen Lüsten, ist vollkommen normal. Wer sich einen langfristigen Beziehungspartner aussucht, wegen seinen sexuellen Gelüsten, seinen Fantasien, seinen Vorstellungen, der hat ein großes Problem, weil es in einer Beziehung um mehr geht als um Sex. Und das ist das Problem. Du sagst, ich rede von egozentrischer Sexualität, aber du redest von einer Beziehung, nicht von Sex, von einer Beziehung. Das ist ein Unterschied, auch wenn du es nicht begreifst. Der göttliche Ansatz Orgie jeden Mittwochabend im Bacchustempel. ist mit einem Satz, wenn du ihn richtig verstehst, zusammenzufassen. Ich liebe dich. Muss ich nochmal erklären, was ich gerade gesagt habe? Liebe wächst über die Jahre, Lust erlischt. Und darum gibt es einen Unterschied zwischen Beziehung und Sex. Der egozentrierte Ansatz, wenn du letzten Wochen da warst, habe ich es verglichen und ich möchte es wiederholen nochmal mit Schokolade essen. Ich würde jetzt hier auf eine interessante Geschichte hoffen, aber ich glaube, du bist für sowas zu blöd. Vielleicht kennst du folgende Mechanismen bei dir selber. Das wird wieder darin ausarten, dass du ewig um einen Punkt herumlaberst, oder? Du bist vielleicht manchmal frustriert, bist gestresst, fühlst dich gerade nicht attraktiv, fühlst dich nicht toll, du fühlst dich ganz im Gegenteil. Und Gut, ich suche mal zusammen, was ich brauche. nachts um 10:30 an den Kühlschrank zu gehen. Das Loch, das in mir ist, die Sehnsucht, die in mir schreit, ist in meiner Seele, nicht in meinem Magen. Wir wissen auch, dass die Schokolade dieses Loch in der Seele nicht stopfen wird. Ah, du bist so frustrierend. Du hast ja gerade mit diesem Beispiel beide Klöten mit einem Vorschlaghammer zertrümmert und merkst es nicht mal. Du sagst, wenn du dich emotional leer fühlst, hilft alles Ficken in der Welt nicht weiter, weil du Liebe willst. Das bezeichnen wir einfach mal als Beziehung. Wenn du aber einfach nur geil bist und jemanden willst, der dich wie eine Schlampe behandelt, dann hilft es unglaublich weiter, Sex zu haben. Das nennen wir mal Sexualität. Dein Problem ist, dass du die beiden Sachen miteinander verkettest und sie für untrennbar hältst, obwohl sie miteinander wenig bis nichts zu tun haben müssen. Und die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, wenn die Statistiken stimmen, dass wir alle in der Gefahr sind, auf dieser Seite egozentriert die Sexualität zu leben. Das bedeutet, so wie bei der Schokolade, in erster Linie suche ich nach Sexualität, um mich kurz mal gut zu fühlen. Oh, ihr gnädigen Götter, ihr habt's endlich kapiert. Leute haben Sex, weil sich Sex gut anfühlt. Gratulation! Ich habe Löcher in meiner Seele, die schreien zum Himmel, und ich denke, mit einem kurzen guten Gefühl geht es mir besser. Okay, hör mir mal kurz zu, wie auch immer du heißt. Leute haben Sex, weil sie Sex wollen.
Die meisten Menschen sind dazu in der Lage, zwischen Sex und Liebe zu trennen, weil die Sachen nichts miteinander zu tun haben müssen. Kapierst du das? Auf irgendeinem Level? Nur weil ich jemanden ficke, muss ich mit diesem jemand keine Beziehung eingehen wollen. Das kann ich mit wechselnden Partnern machen, das kann ich in der Ehe machen, das kann ich außerhalb der Ehe machen. Die Mechanismen sind immer die gleichen. Die Frage ist, warum und was suche ich in der Sexualität? Endlich wieder ein lichter Moment von dir. Ja, mechanisch ist es scheißegal, mit wem ich ficke. Gut erkannt. Und endlich eine gute Frage. Was suche ich in der Sexualität? Die meisten Leute suchen einfach nur Befriedigung. Die Leute sind geil wie Spitz und wollen einen wegstecken. So einfach ist das. Es gibt natürlich noch Leute, die dem ganzen Sex eine tiefere Bedeutung beimessen, aber es hat meist etwas mit einer Beziehung zu tun. Nicht der Sex selber hat für sie eine wichtige Bedeutung, sondern der Sex mit einem gewissen Partner oder der Sex in einer Beziehung hat eine wichtige Bedeutung. Weil für sie dieser Sex ein Beweis der Zuneigung ist. Und es wird dich, glaube ich, auch ziemlich hinterfragen, wie du deine Sexualität lebst. Egal übrigens, ob du dich jetzt Christ nennst oder nicht. Die Herausforderungen sind ähnlich. Ich liebe meine Sexualität, so ich denn jemanden finde, mit dem ich sie ausleben kann, sehr frei aus. Was daran liegt, dass ich zwischen Sex und einer Beziehung unterscheiden kann. Ich muss nicht notwendigerweise jemanden lieben, um diesen jemand attraktiv zu finden. Und nur weil ich jemandem gegenüber Gefühle empfinde, heißt das nicht, dass dieser jemand für mich automatisch ein Sexobjekt wird. Das sind Sachen, über die du vielleicht nachdenken solltest, aber ich glaube, du fängst es mit dem Bibelgewasch an, oder? Und das Interessante finde ich, bereits vor 2000 Jahren wurde ein Brief geschrieben im zweiten Teil der Bibel. Und natürlich fängst du mit der Bibel an. Weißt du, du hast mir vorher genug Kopfschmerzen gemacht, ich mache hier eine Pause und mach dann nachher weiter, okay? Ja, wir sehen uns dann.